Einen wunderschönen guten Tag. Ich bin's wieder, euer Showtime. Und wir sind zurück bei God of War. Und ja, wir sind auf dem Weg zurück zum See der Neuen. Was jetzt? Und vielleicht sollte ich Freya den nochmal anziehen. Nein, es geht mir schon besser. Ist das so? Ich war etwas außer Atem. Wohin gehen wir jetzt? Jetzt, wo wir den Meißel des Riesen haben, müssen wir die Weltenrune nach Jötunheim lernen. Damit wir sie in das besondere Tor auf dem Gipfel schnitzen können, um ins Land der Riesen reisen zu können. Kennst du sie nicht? Leider nicht. Aber die Schlange erwähnte, dass die Riesen das Geheimnis Tyr anvertraut haben. Mhm. Ist Tyr nicht tot? Ja, aber seine verborgene Gruft ist nicht weit von hier. Die Türen liegen unter seinem Tempel, seit Generationen im See versunken, bis unsere liebe Schlange ihr Gewicht verlagert hat. Dort finden wir die legendäre schwarze Rune von Jötunheim. Da gibt's auch so ein Tor. Wir können uns weiter umsehen. Wir haben jetzt den Meißel. Und die Gruft läuft nicht weg. Lass uns das Boot doch nutzen. Wir werden sehen, Junge. Interessant, interessant. Er spricht genau das an, was ich mir auch gedacht habe. Wir haben jetzt diesen Meißel und wir können damit diese Türen öffnen oder diese Tore oder was weiß ich. Nenn's wie du willst. Und ich bin mir tatsächlich sehr uneinig, was wir als nächstes machen sollen. Weil es gab einige Tore, die wir ansteuern könnten. Ich habe auch an die gedacht, an dem Tempel. Aber die scheint dann die Hauptquest zu sein. Allerdings weiß ich nicht mehr genau, wo überall solche, hoppala, solche Dinger waren. Also ein paar erinnere ich mich noch. Aber an viele einfach nicht mehr, die wir gesehen hatten. Aber ich glaube, die werden auch markiert. Und ich bin mir uneinig. Ganz ehrlich, ich bin mir uneinig. So. Zur Tyrs Gruft. Das ist wahrscheinlich hier vorne an dem, sag es mir, hier an dem Tempel. Ich würde eigentlich, was würde ich denn gerne machen? Ich würde eigentlich gerne, oh, hier ist Action. Wieso sind denn da fliegende Gegner rum? Waren wir da nicht schon? Doch, da waren wir doch schon, oder? Ja, ich würde eigentlich gerne noch ein paar Springer erledigen, tatsächlich. Wisst ihr was? Ich glaube, wir legen da mal kurz an. Und dann gucken wir mal da oben, ob da noch ein paar, ob da noch ein Springer rumrennt. Weil ich würde nämlich gerne unsere Rüstung noch pimpen. Aber ich habe keine Ahnung, wo noch Springer sind. Und dieser Statue, da traue ich im Übrigen nicht. Die sieht für mich so aus, als würde die irgendwann zum Leben erwachen. Hoppala. Warum rennen denn hier noch Gegner rum? Verstehe ich nicht. Okay. Waren wir hier nicht schon? Und der sieht echt übel aus. Was passiert denn? Gar nichts. Okay. Okay, dann gehen wir nochmal ganz kurz nach da oben gucken. Ah, hin bräuchte ich gar nicht. Ist egal. Ob da oben noch ein Springer rumsteht, mit dem wir uns anlegen können. Ich glaube aber, wir haben sie mittlerweile alle schon erledigt, oder? Ich weiß das nicht mehr. Ich weiß, es gab irgendwo im Vorland gab es noch eine Odinskammer. Auf der anderen Seite. Heißt das jetzt, dass wir nach und nach alle Walküren angehen? Ach, hätte ich vielleicht schon mal gucken können, weil alles, was wir angezündet haben, da waren wir definitiv schon. Mist. Komme ich hier runter? Nee. Natürlich nicht. Okay, das heißt, wir gehen da nochmal runter. Man könnte sich orientieren an den Dingern, die wir schon angezündet haben. Habt ihr recht? Habe ich nicht dran gedacht. Habe ich nicht dran gedacht, Mist. Oder wir folgen der Hauptquest, nachdem wir so viele Nebenmissionen gemacht haben. Die Hauptquest, die wir jetzt gemacht hatten, hatte, glaube ich, auch nur, weiß ich nicht, 2, 3 Folgen gedauert, oder? Ging auch relativ zügig, tatsächlich. Hier oben waren wir ja auch schon, ne? Da ging es zu diesem komischen Ring. Oder? Genau, hier ging es irgendwie da lang, glaube ich, ne? Das ist dieser komische Ring hier. Hatte ich auch zwischenzeitlich mal geguckt, da mystisches. Nee, Quatsch. Laden, Rat der Walküren. Also ist das hier ein Rat der Walküren? Diesen Spot, den wir da gefunden hatten.
hier waren wir, glaube ich, auch schon gewesen, oder? Notri-Festung. Ja, ich hatte hier geguckt, warte mal, wo ist das? Genau. Hier ist ein Eingang zur verborgenen Kammer von Odin, aber das ist wieder so ein ellenlanger Weg, um dahin zu kommen. Ich bin mir uneinig, ehrlich gesagt. Ich bin mir äußerst uneinig, wenn es hier noch irgendwas gäbe, was zügig zu erreichen wäre. Aber wir hatten sowieso überlegt, zu Freya zu gehen. Aber die wollen hier hin. Vielleicht gehen wir einfach mal der Hauptquest nach. Vielleicht laufen wir dem einen oder anderen Springer noch über den Weg. Das wäre äußerst schön. Also klingt jetzt blöd, aber es wäre schon ziemlich nice. Ich schipper das hier kurz mal ab. Ich weiß, wir konnten einige von den Fackeln nicht anzünden, weil das konnte er einfach noch nicht. Da hatte, glaube ich, noch eine Chiffre gefehlt. Das war hier so eine, glaube ich, ne? Guten Tag. Hier hinten waren wir nämlich auch rumgeschippert, wenn mich nicht alles täuscht. Oder? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht genau, aber ich glaube, wir haben schon ziemlich viel abgefarmt. Aber da oben, das sieht doch nach einem Springer aus. Können wir mal gucken, können wir hier anlegen? Ob wir da nochmal eine Schnitte setzen können? Na, ihr wisst schon. Okay, wir schauen mal. Hier liegt doch noch was Schönes, sehr gut. Können wir das Ding hier irgendwie runterholen? Können wir nicht. Wie kommt man da hoch? Wie kommen wir denn da hoch? Von der anderen Seite? Von der anderen Seite scheint das Ding auch eingebaut. Da ist noch sowas. Jetzt muss ich doch mal gucken. Da, das Dock. Ich vermute, irgendwie hier über den Steg kommt man daran, oder? Wollen wir uns das gerade nochmal anschauen, schnell? Gibt es denn hier einen Steg? Ach, diese Apparatur hier. Ich erinnere mich, aber ich habe keine Ahnung, wie das ging. Ging es da hoch? So viel zum Thema Hauptquest-Folgen, ne? Ihr seht schon. Oh, da ist so eine komische Hexe. Okay, sehr schön. Die hat nicht lange überlebt. So, okay, nice. Gut, dann schauen wir mal, wo wir da hinkommen. Wie wir da hinkommen. Noch eine. Komm her. Gut, das war jetzt nicht das Problem. Oh, ich muss mal kurz hier ein kleines bisschen leiser machen. Ich hoffe, das ist bei euch dann nicht leiser. Weiß ich. Nee. Toll. Bisschen leiser heißt aus. So. Kommt mir doch teilweise sehr laut vor. Okay, wir waren hier definitiv überall schon. Das ist ja auch interessant. Doch, da waren wir auch schon. Wie geht's denn hier hoch? Ah, na toll, jetzt verbringen wir hier eine Folge mit Suchen. Kann man hier rüber, ja. Da waren wir auch schon. Wir gucken mal schnell. Und hops. Genau, dann gab es hier nämlich diesen komischen... Genau, hier waren wir nämlich auch schon mal, auch schon als das Wasser noch nicht so hoch war. Und irgendwie muss man doch hier rüberkommen, oder? So, wir schauen mal. Oh. Mhm.
wieder rüberspringen? Das schafft er doch im Leben nicht. Gibt es eine andere Möglichkeit, darüber zu kommen? Verstehe ich nicht. Schaffen wir es jetzt? Oh, jetzt schaffen wir es. Oh, und jetzt können wir hier sowas machen. Okay, jetzt kommen wir an den Riss hier. Wo ist denn der jetzt? Das Ding ist jetzt dicht. Können wir hier rüber? Ja, das könnten wir. Aber hier gab es doch gerade irgendwo noch diesen Riss. Bin ich blöd? Der ist da unten. Okay. Das ist ja jetzt doof. Was ist denn, wenn ich hier gegen... Das reicht. Wir müssten wieder zurückspringen, glaube ich, ne? Okay, warte, wir probieren mal. Ich will an den Riss rankommen. Ich würde gern an den Riss rankommen. So. Okay, so rum nicht. So kommen wir aber nicht rüber. Und wenn ich jetzt noch eins tiefer mache und dann den Hebel wieder benutze... So, jetzt können wir hier rüberrutschen. Jetzt ist der Riss da oben. Okay. Na gut, ich würde sagen, wir rutschen mal hier rüber. Ja, so ganz erschließt sich mir das hier noch nicht. Wartet mal, können wir jetzt? Okay, jetzt kommen wir an den Riss ran, sehr gut. Na los. Das ist nur reinholen, rausholen, oder? Sehr schön. Okay, top. Das haben wir. 11 von 18, also ein bisschen was geht da noch. So, das reicht nicht. Das heißt, wir müssen das Ding wieder eins runterfahren. Okay, und rüber. So, dann hier wieder hoch. Was eine Macherei, ey. Was eine Macherei. Da drüben kommen wir noch nicht hin. Und das muss jetzt, glaube ich, auch ein Stück runter, richtig? Dann dürfen wir da rüber rutschen, vermute ich mal. Genau. Und das lassen wir jetzt auch hoch. Ist so ein bisschen die Frage, kommen wir... Da oben kommen wir nicht ran, oder? Noch höher geht irgendwie nicht. Wir kämen jetzt aber nach da. Hier waren wir auch noch nicht. Hier kommen wir jetzt, glaube ich, zu dem Springer, oder? Na gut, wir sind auf jeden Fall erstmal hier drüben angekommen. Das ist schon mal viel wert. Und hops. Und hops. Und damit können wir jetzt nach oben. Und da werden wir jetzt ganz massiv auf die Mütze kriegen. Ich sehe es schon kommen. Da haben wir einen Springer. Ohne die ganze Schüssel kann ich das nicht lesen. Okay. Mach dich bereit, Junge. Nicht so geil. Der ist Stufe 7 und lila. Okay. Weg, weg, weg. Ja, komm her. Ja, ich bin noch ausgewichen. Shit. Hey, boah.
Okay, das ging schon mal sowas von in die Hose. Wie wäre es mit einem taktischen Rückzug? Alter Vater. Scheiße. Oh, shit, ey. Ich glaube, das lassen wir sein. Verdammt. Stufe 7 und Lila. Was ein Drecksack. Habt ihr gesehen, wie der abgegangen ist? Uiuiui. Naja, gut. Den merken wir uns dann also. Ist das jetzt trotzdem markiert auf der Karte? Ich weiß nicht, wird das markiert auf der... Ich gehe dann mal kurz hoch und fahre dann gleich wieder runter. Weil ich glaube, zu dem Zeitpunkt, wo wir jetzt hier gerade geladen haben, hat er das auf der Karte noch nicht markiert, sofern er es denn markiert. Mein lieber Schwan. Guten Tag. Fast. Wir brauchen die restlichen Teile der Sprachscheibe. Mann. Seht ihr, da will man gegen den Springer kämpfen, dann kriegt man den Springer und was ist? Man kriegt auf die Mütze. Das gibt's überhaupt nicht. Ah, verdammte Axt. Naja gut, was soll it. Wir haben auf jeden Fall den Weg da rüber gefunden, ist doch auch schön. Wir haben einen Weltenriss eingesammelt, auch sehr schön. Okay, so, gib Gas. Wir brauchen auf jeden Fall noch Sprachchiffren. Und vielleicht den ein oder anderen Springer, der ein bisschen einfacher ist. Was ist mit dem hier hinten? Da können wir auch nochmal kurz anhalten und ich glaube, dann fahren wir Richtung Hauptmission, oder? Ah, ich weiß nicht. Waren wir da hinten schon? Haben wir den Tropfen da schon eingesammelt? Ich muss mal den Schlenker fahren, aber ich glaube schon. Was ist mit der Besatzung passiert? Hier waren wir doch schon. Ich glaube, hier waren wir schon. So, das haben wir auch eingesammelt. Das hier nehmen wir mit. Das kann man immer gut gebrauchen. Und hier kommen wir hier hoch. Ja, sieht gut aus. Hier oben hat es hoch, hat es glaube ich auch noch nicht gebrannt. Ist die Frage, ob er das entweder noch nicht kann oder ob wir hier noch nicht waren. Ein Buchstabe hier und da, aber okay. Wir brauchen den Rest der Sprachscheibe. Mist. Okay, da hinten brennt schon mal alles. Da unten ist im Übrigen der Spiegel. Da. Das ist, glaube ich, unser Ziel für die Hauptquest. Dachte ich zumindest. Aber es schickt uns irgendwie... Hä? Wir stehen... Ach, guck mal, er will, dass wir da hingehen. Okay. Ich dachte, dieser Spiegel da unten wär's. Fast. Wir brauchen die restlichen Teile der Sprachscheibe. Na gut, dann gehen wir halt. Immer wieder eine Folge vertrödelt, weil wir ja Sachen gesucht haben. Aber, naja. Sehr schade, dass dieser Springer so stark war. Wäre natürlich sehr, sehr nice, wenn wir da irgendwie noch ein paar Sachen zusammengekriegt hätten. Naja. Man kann nicht alles haben. So, gib Gas. Dann eiern wir erstmal nach da drüben. Und schauen mal, ob das vielleicht doch die Hauptmission ist. Mal gucken. Ist hier direkt ein Anlegedock? Ja. Perfekt. Oh, Tür des Gruft liegt hinter dem magischen Schloss. Ist das jetzt die Hauptmission? Eigentlich auf der anderen Seite, ne? Aber vielleicht ist da auch so ein Spiegel. Wisst ihr was? Ich gehe erstmal zu dem anderen. Hier hinten gab es ja irgendwo noch einen, bin ich der Meinung. Oder? Ich glaube ja, hier gab es eine Truhe, die irgendwie in so einem blauen Zeug drin war. In so einem schwarz-blauen Ranken drin war. Und ich glaube, hier gab es auch so eine magische Tür. Da ist die Kiste. Genau, an die konnte ich mich noch erinnern. Das hier scheint so eine legendäre Kiste zu sein. Sehr, sehr nice.
glaube, hier gab es... Oder? Bilde ich mir das jetzt ein? Jetzt eiern wir hier einmal drumherum. Hm. Dann waren das doch die Dinger. Dann war das doch dieses, ja, dieses magische Schloss oder wie auch immer. Meine Güte, ist das weitläufig. So, können wir jetzt mal fertig werden? Da waren wir schon drin, oder? Ohne Schlüssel? Vergiss es. Okay. Okay, das ist dann also die andere Tür. Und das ist genau dieselbe wie auf der anderen Seite, richtig? Wobei uns die Questmarkierung hier hinschickt. Das heißt, wir gehen erstmal zu der anderen. Und dann schauen wir mal, ob das dasselbe ist. Der Eingang zu Tiers Gruft liegt am Fuß dieser Treppe. Wann immer ihr entscheidet, nach der schwarzen Rune zu suchen, ja? So, dann schauen wir mal, ob das egal ist. Da lang müssen wir. Wo man reingeht. Oder ob das wirklich zwei verschiedene sind. Oh, Tiers Gruft liegt hinter dem magischen Schloss. Okay, sehr schön. Mist. Hä? Okay. Oh, jetzt will mich veralbern. Ja, es will mich veralbern. So, und hier drüben, oder? Das ist doch ein Witz, oder? Irgendwo hier? Komisch. Oh, ich stelle mich doof an. Ich habe neulich noch gesagt, das ist total einfach. So. Da, los jetzt. Oh, schwerer Krampf. Schwere Geburt, ey. Okay. Noch so ein Ding. Okay, okay. Oh, da ist noch ein Schrein. Sehr schön, sehr schön. Aber es tut mir leid, Leute. Wir sind schon am Ende einer Folge angekommen, einfach weil wir so viel rumgetrödelt haben. Das heißt, Tiers Gruft werden wir in der nächsten Folge erkunden. Und dann schauen wir uns hier einfach mal um. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.